So Leute, was geht? Ich bin jetzt am Spot angekommen und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich mir heute gedacht, wir vergleichen heute den Auspuff Leowinds SBK, den ich gerade drauf habe, und den Remus vom Power Parts Store. Beides als Slip-On und wir hören mal rein, wie so die Soundunterschiede sind. Wir machen eine Standaufnahme erstmal. Ich habe extra ein Mikrofon mitgebracht und dann hören wir mal rein, wie die Karre im Stand klingt, wie die in Flybys klingt. Und ich bin ja gerade eine Runde gefahren und da habe ich auch aufgenommen. Das heißt, wir hören auch, wie sie in der Fahrt klingt. Also drei verschiedene Situationen. Erstmal mit dem Leowinds und dann mit dem Remus. Also ihr merkt schon, es ist ein bisschen planlos. Wollte jetzt einfach mal drauf losfilmen und halt wirklich die beiden Auspüffe, die beiden Auspuffs vergleichen. Keine Ahnung. Deutsch. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der Optik an. So, ich hoffe, der kleine Leowinds Auspuffporn hat euch gefallen und jetzt machen wir nämlich die Aufnahme. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken mal, was abgeht, oder? So Leute, ich glaube, das sieht jetzt irgendwie kaum affig aus mit dem Mikrofon, aber ich muss den Sound einfach mal checken, nicht, dass ich den verkackt habe. Und in der Zeit hole ich mal den DB-Killer raus. Oh, Alter, ist das laut. Aua, das klingt gut. Das klingt gut. Ah, ich habe Krampf. Ah, ich habe Krampf. Ah, ich habe Krampf. Ah. Ich mache mal eben direkt hier ein bisschen leiser. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte mal den DB-Killer rausfliegen lassen. Das habe ich noch nie gemacht. Also, let's go. Hoffentlich klappt das. Ich bin gespannt. Alter, Alter, der ist ja echt noch viel lauter. Aber das war ganz geil mit dem DB-Killer, Digga. Das war nice. Feier ich. Die klingt ganz anders, wenn man drauf sitzt, ohne den DB-Killer. Und jetzt gönnt euch mal das hier, okay? Gönnt euch dieses mega fette Loch, Alter. Was geht denn da ab? Ein, zwei Flybys mit dem DB-Killer. Und dann fahren wir wieder zu mir in die Crib und machen den Remus drauf. Ich muss sagen, mit DB-Killer klingt der sogar noch jetzt im Vergleich zum ohne DB-Killer echt ganz angenehm, aber der ist auch so schon echt laut, also das ist schon krass. So Leute, back at the crib. Es geht weiter und zwar kommt jetzt nämlich dieses Schmuckstück hier da dran. Also let's go. Und kurzes Feedback noch zum Leowinds ohne DB-Killer. Also der blubbert heftig, das ist schon krass. Der Remus ist jetzt endlich drauf, hat mich ungefähr 20 Minuten gekostet.
Und der kriegt erstmal einen Soundcheck, aber bevor wir das machen, gibt es erstmal einen kleinen Remus-Porn. Let's go! Ihr habt bestimmt gesehen, dass der Remus ein bisschen am Arsch ist, aber juckt. DB-Killer ist drin, gleich holen wir den DB-Killer raus. Das ist mein DB-Killer, Digga. Der hat halt nie Bock. Juch, Alter. Boah, heftig. Was los? Brudi, komm mal raus. Oh, Junge. Wichser. Oh, Juch, Alter. Aua. Oh, korrekt. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Sound richtig ausrastet wie beim Leowinz, aber ist schon in Ordnung. So, also ohne DB-Killer ist nice. Jetzt machen wir den nochmal rein. Zurück in der Crib. Mike steht natürlich wunderbar aufgebockt. Und jetzt noch kurz Feedback von mir zu den beiden Endschalldämpfern. Und zwar würde ich sagen, der Remus, der ist halt, ja, vom Klang her würde ich behaupten, meiner Meinung nach ein bisschen schöner, also ein bisschen seichter, aber dafür auch so ein bisschen, also dumpfer natürlich, aber viel leiser. Und mit viel meine ich viel leiser. Also der Eindruck vom Remus ist halt so, dass er wirklich deutlich leiser ist. Und das macht schon viel aus beim Fahren, weil zum Beispiel fühle ich mich tatsächlich sicherer, Leowinz zu fahren, statt mit dem Remus. Weil, wenn du mit dem Leowinz nämlich nur einen Gasstoß gibst, nur so, dann ist sie schon so laut, dass du dir denkst, Mann, ich bin so asozial, ich glaube, ich gebe mal nicht mehr so viel Gas irgendwie. Und das fühlt sich halt auch viel krasser an, weil die halt wirklich richtig, richtig rausknallt. Und wenn ihr jetzt aber mit dem Remus diesen Gasstoß geben würdet, dann ist viel leiser. Und das ist nicht nur viel leiser, das ist viel leiser, wirklich. Und das Ding ist, dadurch provoziert man, glaube ich, so ein bisschen heraus, dass man noch mehr Gas geben will, damit der Sound noch ein bisschen mehr kommt. Und dadurch fährt man, glaube ich, ein bisschen gefährlicher. Wodurch, was halt echt krass ist, ist vielleicht ein bisschen paradox, aber für mich macht es Sinn, dass ich mit dem Leowinz halt wirklich sicherer fahre und auch viel mehr Fahrspaß habe, weil der einfach mehr brüllt, wirklich. Also der Leowinz brüllt richtig, der schreit richtig raus, während der Remus halt sehr gezügelt ist. Aber natürlich hat der Remus auch einen sehr schönen Sound, so ist es nicht, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Remus irgendwie schlechten Sound oder so hat, es ist halt anders und es ist halt weniger. Und das gefällt mir halt am Leowinz deutlich besser, dass der halt wirklich viel, 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 viel knalliger ist. Ansonsten hoffe ich, dass ihr durch diesen Review, beziehungsweise durch diesen Vergleich, euer eigenes Bild ziehen könnt. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen bei der Entscheidung helfen, ob ihr euch jetzt einen Remus holt oder vielleicht einen Leowinz oder so. Oder ob ihr einfach nur hier seid, um den Sound zu genießen.
Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich mega freuen. Kommentiert gerne, welchen Pot ihr besser fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Mango.